Ja, Herr Siegrist, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt da hören, wie die Politiker streiten? Ja, ich staune schon. Also, Sie predigen ja unglaublich, Herr Müller. Und die kennen wir ja. Anfangen, die kennen wir ja, die Predigt. Nein, es sind für mich wirklich auf zwei Sachen. Ich tue Ihnen schon zubilligen, dass Sie parteipolitisch auch Ihre eigenen Profile auch profilieren. Aber wissen Sie, jetzt haben wir 5 Minuten über die Frau Sommaruga geredet. Und das irritiert mich ja ein bisschen in dieser ganzen Geschichte. Weil, wenn ich das ausreden darf, es gibt noch einen vierten Partner, Bund, Gemeinde und Kanton. Und das ist die Zivilgesellschaft. Und die tue ich vertreten. Und das ist nicht nur die Kirche. Das sind die Zivilgesellschaft. Ohne die können Sie gar nicht predigen, Herr Müller. Weil das sind die Leute, die dann tatkräftig, sei jetzt das in der Gemeinde oder in den Kirchgemeindehäusern, wirklich helfen. Ich finde, Parteipolitik ist gut. Wenn es um Flüchtlingspolitik oder die Asylpolitik geht, kann ich nur diesen Beitrag leisten. Partei muss man ja zugunsten des Menschen hinter dem politischen muss man ja wirklich ergeben. Herr Siegrist, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen eine Antwort gebe. Ich schätze sehr, was Sie machen, dass Sie auch einstehen für die Zivilgesellschaft. Wir sind alle Teil von der Zivilgesellschaft hier drin, alle. Aber wenn Sie 12 Jahre in der Staatspolitischen Kommission sind und 12 Jahre das Gleiche erleben, dann geht es nicht mehr um Parteipolitik. Wenn ich Ihnen sage, dass wir bei den Eritreern, wir kommen ja noch mal drauf, haben wir gesagt, muss nicht sein, aber das ist ein klassisches Beispiel, wenn wir bei den Eritreern eine höhere, massiv, fast doppelt so hohe Anerkennungsquote haben. Und wir haben sie auch im Oktober 2015 noch. Massiv höhere Anerkennungsquote, wieder bei den Syrern, wo wir, glaube alle miteinander einig sind, dort treibt es, dort geht es ganz straub zu, dann stimmt etwas nicht. Das hat mit Parteipolitik nichts zu tun. Das hat einfach mit aufmerksam aufpassen zu tun und mit den Zahlen lesen, mit den Zahlen notabene, die aus dem Bundesamt für Migration kommen. Früher Bundesamt für Migration, heute Staatssekretariat für Migration, Zahlen, die offiziell sind. Und das ist der Punkt. Es ist unsere Pflicht, alle wir sind in der Staatspolitischen Kommission, es ist unsere Pflicht, dass wir genau heranschauen. Und da geht es nicht um Parteipolitik. Ich will mich hüten. Das ist nicht unsere Partei, die mit Asylparteipolitik macht. Wir wollen das Problem lösen. Philipp Müller, wenn Ihnen das Problem aus Ihrer Sicht